Hallo und willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Wir sind immer noch mitten in der Hölle. Haben beim letzten Mal den Bosskampf schön verkackt und ja, das ist wieder unser Partner. So, jetzt kommt hier gleich wieder das komische Flüstern. Naja, man versteht es einfach nicht. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Also Fitch hat wirklich seine Tochter umgebracht. Und ist deswegen auch so komplett fertig mit seinem Leben und sich selbst. Und der hat sich halt geopfert für den Orden. Was sonst? Das Typische eben. So, das war jetzt schon das falsche Eins. Und deswegen kommt auch seine Tochter in Gestalt einer monströsen Puppe wieder zurück. Was sonst? Was sonst? Was sonst? Doctor, do you need some help? You're bleeding bad. Don't you touch me! I bleed out the sin. Kann man das hier. Ach nee, das kann man noch nicht überspringen, Verzeihung. Ich liebe sie. I can stop the bleeding. I don't want your help. These wounds cannot heal. Why did you come to this place? Ja, okay, wir warten. Also ich hoffe, dass ich das immer hinkriege, weil ich habe das nochmal versucht und so, aber irgendwie habe ich die falschen Tasten gedrückt. Und dadurch habe ich es aber nicht geschafft, ihre Panzerung zu verbrechen und ich hoffe nur, dass ich das diesmal hinkriege. Ansonsten kommt das mal so zur Unterhaltung rein, wie man so verzweifelt gegen sie kämpft und warum man so verzweifelt ist und ich habe keine Lust. Ich habe mich jetzt schon etwa gedrückt. Gut, dann gebe ich immer die Puppe und er kann sich dann mal. Das können wir jetzt auch überspringen und dann geht's direkt weiter. So. Ich muss erstmal wieder gucken, wie hier alles funktioniert. Okay, ausweichen haben wir. Also es geht hier eigentlich wirklich nur um Timing, aber ich habe Angst. Also eigentlich nicht, aber ich habe Angst, getroffen zu werden. Jetzt ist sie. Warum greift er gerade eigentlich nicht an? Was braucht er denn für einen Modus? Ne? Das war schon richtig. Verzeiht, ich muss mal eben ein bisschen wieder reinspielen. Nein, garantiert nicht. Wir gehen zurück. Habe ich mich nicht gerade geduckt in diesem Moment? Also ducken kann er sicher, aber ich glaube, das machen wir gleich hier nochmal. Jetzt geht das wieder. Nein, muss ich das hier rumnehmen? Aber ich habe mich ja, glaube ich, auch nicht voll geheilt, oder? Also, so schlimm meine ich. Der will gar nicht angreifen, warum will er nicht angreifen? Also, ich meine, überhaupt so greifen. Greifen. Ich bin verwirrt. 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 Ja, deswegen gucke ich gerade noch mal alles 10-mal durch. Oh! Komm schon. Ah, der ist ganz schön langsam, was das Ausweichen angeht. Bei der Rolle geschlagen, ernsthaft? Komm hoch mit dir! Denn der gerade. Hat jetzt keinen Bock mehr zu schlagen hier. Ich bin auch gleich wieder aufgestanden. Das war sexy. Ich habe keine Angst vor dir. Du kannst mir nichts tun, aber ich dir auch nicht. Verzeiht. Die Kamera ein bisschen laufen lassen. Also, ich meine jetzt so nach hinten. Das möchte man ja nicht. Hui! Jetzt habe ich noch das Brecheisen hier. Ich will mal das andere wieder. Nein, das ist besser.
gerade herausgefunden, wie man kämpft, aber nicht, wie man ausweicht. Ah, ausgewichen. Ha, habt ihr das gesehen? Diesmal nicht, weil ich hab's nicht gekommen sehen. Ich bearbeite sie hart. Hart. Großartig. Ich glaube, ich habe schon zwei Beine komplett weg. Aber ich sehe hier verdammt wenig gerade, also... Ausweichen, ausweichen. Whee! Oh, das... Ey, bin ich nicht gut diesmal? Bearbeite sie hart! Los! Tu es! 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 So hart du kannst. Dann werden wir sehen, ob ich es schaffe. Also die richtigen Knöpfe zu drücken. Was anderes ist das ja im Prinzip eigentlich nicht. Müssen wir die andere Seite vielleicht mal? Ah, hier ist auch noch der untere Arm. Der sieht noch zu gut aus. Oh, jetzt wieder Vorsicht angesagt. Schon weiß jeder, warum sie Scarlet heißt. Ah, das habe ich nicht kommen sehen. Also schon, aber das ist nur, dass ich hinfliege, meine ich. Ah, zu früh. Nimm mal den anderen Arm, danke. Den anderen Arm. Wo ist der andere Arm? Ja, da ist der andere Arm. Verzeiht meine Unnützheit. So, jetzt soll es doch eigentlich langsam funktionieren, oder? Dass ich sie hier das rausbrechen kann. Sehr schön, sehr schön. Richtig gut gemacht diesmal. Aber immer noch nicht. Jetzt habe ich wieder. Ich glaube, ich nehme mal das Serum. Weil da kommt noch einiges. So, das ist 3. Ich habe es geschafft diesmal, also die erste Stage. So, jetzt muss mal. Ausweichen. Nee, habe ich nicht geschafft. War das etwa nicht die 1, die ich drücken sollte? Also, mein A? Bei B ist doch rot und... Jetzt nochmal auf ein neues. Dann muss es jetzt aber auch funktionieren. Ja! Beschissen Scheiße. Nicht? Warum funktioniert das nicht? Warum geht das nicht ab? Das ist kein... Oh, Mann. Schon wieder so schlecht im Ausweichen. Ich hab... Na, 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 na. Hit me if you can. So. Also, wir haben ja jetzt schon zwei Knöpfe durchprobiert. Ja, ich habe diesmal die andere probiert. Ich habe doch gerade eine wunderschöne Rolle vollbracht, oder nicht? Ich verarsche mich doch hier, glaube ich. Vielleicht ist es auch egal, welche Tasten man drückt, solange es funktioniert. Also solange man es Todes drückt. Ernsthaft, ich habe mein Serum schon längst verbraucht. Nicht? Warum funktioniert das jedes Mal nicht? Das ist so... Oh Gott, ich habe jetzt wirklich jede alternative Taste dazu gedrückt. Naja gut, also von denen, die man da drücken kann, sollte. Ja, nicht, dass ich ausgewichen wäre, theoretisch. Da, guckt euch das an, wie schön ich ausgewichen bin. Ich schaffe es einfach nicht, ihren beschissenen Tanzbrett zu machen. Warum? Das tut ja doch weh. Oder irre ich mich da jetzt? Das müsste doch jetzt rein theoretisch. Weil sie hatte nämlich noch eine zweite Form.
Und die müsste sie eigentlich, sobald ich in den Panzer weghaue, aktivieren sollen. Ich bin gleich tot. Ich muss ja auch unbedingt diesen Trunk am Anfang aus Versehen mit Absicht nehmen. Jetzt erwischt die nicht mehr. Warum? Hä? Wo steckt denn der hin? Don't hit me in the face. Naja, das war's. Also seht euch das an, wie scheiß komisch schwierig das ist. Einfach nur, ich weiß nicht, wie oft habe ich das versucht mit dem Panzer? 3-4 Mal bestimmt? Jetzt wieder dieses spannende Gespräch mit Keule. Ich will es ja schaffen, so ist es ja nicht, aber... Kurz eben anders hinsetzen, Verzeihung. Das ist halt so... Die will einfach nicht. Vielleicht drücke ich zu langsam. Wenn ich dann die richtige Taste drücke. Weil rote 1 bei mir ist ja A und ich brauche Hilfe. Hat das jemand mal mit Controller gespielt? Ich könnte es ja mal nochmal mit Tastatur versuchen, aber das dann bin ich so schlecht mit Laufen und mit Ausweichen, also noch schlechter als jetzt schon. Der böse Doktor. Aber dass man ja seine eigenen Kinder dann im Orden zugibt, opfert, und das ist ja, ja, für den Gott eben. Wer hätte das an seiner Stelle nicht gemacht? Jeder. So, okay, dann... Ich hoffe, ich habe noch die richtige Waffe. Ja, doch, Axt ist okay. Ah, zu früh ausgewichen, ernsthaft? Das tut mir leid. Ha, das Zweite habe ich geschafft. Also es ist wirklich sehr schwierig, da auszuweichen, muss ich sagen. Das schaffen nur die Besten. Ich gehöre eigentlich, ich bin nicht dazu, weil ich auch teilweise nicht sehe, wann sie schlägt. Oh, das war ja jetzt ein bisschen mies. Was? Alles zensiert? Jetzt bin ich irgendwie reingerannt, okay. Ich habe mir da eben doch noch ein falsches... Hat sie jetzt gerade gewartet? Oh, warum sehe ich nichts? Bitte! Gott! Hä? Oh, bitte, ernsthaft? Das müsste eigentlich voll drin gewesen sein. Aber jetzt war es zu früh. Daneben. Daneben? In den Arsch? Zu früh? Ein Bein weg? Ich weg? Nee, noch nicht ganz. Hey, ich bin ausgewichen. Oh, das hätte man nicht. Natürlich nicht. Ich hab ja gesagt, mal. Jetzt lässt er sich wieder echt verprügeln hier. Weg, 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 doppelt weg. Vielfach weg. Hau sie nieder. Nieder. Der obere Arm ist weg. Sieht doch schon sehr rot aus, nicht? Sehr Scarlet-mäßig. Ach, das war jetzt so für mich, ja. Oh, 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 oh. Ah, Gott, dammit. Zeit fürs Serum. Ich bin so schlecht. Aber warum eigentlich?
Ja, ich komme nicht mal zu dir. Also eigentlich müsste da die richtige Seite sein und noch ein bisschen draufhauen. Dann sollte ich es endlich bald geschafft haben hier, dass ich sie wieder aushebeln kann. Nein, zu früh. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu blöd. Tut schon meinen Daumen weh. Ah, sehr schön. Komm schon, komm schon. Das tut ihr doch weh, verdammt. Warum macht die nichts? Ja, daneben. Lol. Oh, der ist doch gerade schön beim Sprung gewesen. Das hat doch jeder gesehen. Also es wird hier mal gerade ein Let's Fail werden. So wie es aussieht. Weil ich einfach nicht verstehe, warum er es nicht hinkriegt, sie... Oh, ernsthaft, komm schon. Ausgewichen. Ich weiß gar nicht, kann man dem überhaupt ausweichen? Das ist so lächerlich, was der hier manchmal macht. Jetzt geht's ja nicht mehr nieder. Oder ich erwische es einfach nicht. Wie ich es echt manchmal schaffe, auszuweichen, ist ein Traum hier. Manchmal. Manchmal. Oh, jetzt jedes Mal nimmt diesen Scheißschritt, wenn ich hinter ihr stehe. Und ich liege dann erstmal auf dem Boden und warte. So, auf ein neues. Als ob ihr das nichts ausmacht. Wovon ist der denn jetzt geflogen? Ich habe zweimal hintereinander schnell ausgewichen, eigentlich. Pff, ernsthaft. Also ich glaube, das war's gleich. Und einen Kampf werde ich dann vielleicht noch aufnehmen. Vielleicht wird ja sogar was werden. Auf zu schreien. Geh nieder. Das ist mal noch ein anderer Knopf. Das sieht aber irgendwie richtig aus, finde ich. Pff, reingerollt diesmal. Wie so ein Baseballschläger schwingt das Teil hier. Aha, das war die zweite Runde. Für heute. So lächerlich. Das ist so eine nervige Gegnerin hier. Ist mir klar, dass ich die gesamte Panzerung zerbrechen muss, bevor ich ihr das Rückenteil abnehmen könnte. Aber wenn mir da schon angezeigt wird, dass ich das abnehmen könnte, dann sollte ich das auch irgendwie auch abnehmen können, oder nicht? Hat die noch irgendwo Panzerung, die ich nicht abkriege oder so? Kann ja sein. Was dann so dasteht, ja, sie kann zwar die Panzerung abnehmen, aber nein, sie können sie nicht abnehmen. Logisch. Das Schlimme ist, ich habe mittlerweile nicht mehr Angst vor ihr. Das ist einfach nur so, sie ist so nervig. Nichts anderes. Verschissen, nervig, wenn ich das nur so ausdrücken darf. Also ich mache immer den netten, weil ich ja, glaube ich, hoffe, aufs gute Ende komme. Ich bin ja so der ganz nette Bruder. Ich weiß ja nicht mehr, ob Joshua überhaupt noch lebt. Hatten die dazu schon mal irgendwas gesagt? Ich bin verwirrt. My beautiful child. Ich kann den Text schon auswendig. Ja, das war meine Hand, die ist gegen meinen Kopf und gegen mein Headset geflogen. So, und das... Komm schon, wird mal wieder übersprungen. Er hat keine Waffe. Bist du behindert? Noch mal eine Waffe. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten ist er. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. So, habe ich sie aber schön verarscht hier. Ich habe hier schon...
Das kam schon von die Scheiße. Jetzt krieg ich nicht mal mit ausweichen. Tut mir leid. Der wäre doch aber schön ausgewichen, oder? Nicht? Rücken, ernsthaft? Mieses. Ich weiche mal zu früh aus und dann erwischt die mich doch. Das mit dem Kotz verstehe ich auch nicht. Macht mir das Schaden? Hat es bis jetzt, glaube ich, noch nicht so anders ausgesehen. Ah, gut. Das zweite Bein ist offen. Jetzt macht sie wieder ihren. Und erst so langsam auszuweichen. Komm, hoch, 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 hoch. Zumpelt er schon? Haha, abgewehrt. Und kämpft gegen das falsche Bein. Und bekommt die Preise. Oh. Jetzt musste ich Hüstchen. Hat er überhaupt getroffen gerade? Das war immer ein ordentlicher Schlag. Oh, doppelt weg. Einfach weg. Oh, wieso hast du nicht getroffen? Ich bin ja begeistert. Alex hat ja doch ein bisschen was drauf. Oh. Komm schon runter damit. Runter mit dem Porzellan. Ich weiß, wie lange das jetzt hier wieder dauern wird. Schnell angriffen? Nee, irgendwie nicht. Ah, okay, ich habe schon Angst gehabt hier, dass sie mich gleich wieder tot prügelt. Ich versuche noch ein bisschen irgendwie auf den unteren Arm einzuhauen, aber irgendwie geht das nicht, wa? Okay, dann wechsle ich mal eben hier. Die Seite. Die sieht doch schon voll fertig aus, Mensch. Oh. Diesmal war er zu lange. Das habe ich nicht geschafft. Ich weiß schon nicht, wo ich hinschlagen muss. Aber der macht ja eh irgendwie, wie er will, wie er lustig ist. Jetzt noch der untere Arm da war. Also der da. Los, ruf da. Ach, wie sich denn wo der hinschlägt. Doch, jetzt müsste ich es aber eigentlich haben, ne? Jetzt habe ich alle Arme, jede Panzer so hier. Stand da jetzt rum. Also, hat er sich gerade gewöhnt? Ich würde gerade sagen, zu früh, aber es hat einfach funktioniert. Ich bin überrascht. Das war nicht. Ah, jetzt habe ich geblockt. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich wachse in diesem Kampf an mir selbst. So irgendwie habe ich das Gefühl. Oh! Schon! Ja, wie sie wieder nichts ausmacht, weil ich zu blöd bin. Boss überhaupt. Ich weiß gar nicht, so viele gibt es ja eh nicht. So, also so Mega-Monster-Boss mäßig, die mir so immer voll in die Fresse schlagen. Zeit für ein Serum. Zeit für nicht ausweichen. Der wartet immer voll und dann schlägt er wieder neben. Ich überhaupt noch. Jetzt kotzt sie wieder. Sehr eklig. Jetzt war ich schneller als sie. Jetzt hat er irgendwie wieder nicht getroffen, deswegen wurde ich jetzt geschlagen. Das ist ja herrlich. Jetzt renne ich schon wieder rein in die komischen Schläge hier.
ist mir aber richtig, kann das sein? Vor allem, was haut mich das dann immer so übelst weg, wenn die mich so... So, auf ein neues. Das funktioniert nicht. Was ist das für eine Kacke? Muss ich vielleicht beide Knöpfe drücken oder sowas? Oh ja, immer fliegt weg. Was auch sonst. Ich weiß gar nicht, manchmal macht er so einen krassen Wiederaufstehsprung. Meistens gibt er nur die Fresse. Das hätte er ja endlich wieder. Alles klar. Ich glaube, ich bleibe einfach liegen. Ja, ja, sie gibt es mir jetzt richtig, richtig hart. Ich krieg die nicht mehr runter. Zauzubella. Ich fliege wieder. Ja, also ich brauche unbedingt irgendwie hilfreiche Hinweise. Wie man sich nicht blöd anstellt. Ich krieg's einfach nicht gebacken hier. Ich weiß nicht mal warum. Einfach weil ich zu blöd bin, vermutlich. Weil ich zu langsam bin. Oder. Oh, jetzt sterbe ich. Ah, das war's. Also ich brauch dringend irgendwie. Wie krieg ich das hin mit der Panzerung? Das ist abartig. Und vor allem, was soll ich drücken? Mit einem Controller möchte ich's machen, aber ich. Brauche. Bitte, bitte. Vielen Dank.